Ja, herzlich willkommen heute zum zünftigen Oktoberfest hier im Kaufbock Dresdnickern. Heute ist natürlich Oktober, natürlich aber Oktober und deswegen hat auch der Kaufbock hier zum Oktoberfest geladen. Und wir mit meinem Team Basti Fantasti sind natürlich wieder mit dabei, freuen uns natürlich und werden noch einiges erleben, denn heute ist auf dieser Bühne hier im Hintergrund natürlich Schlager, Sänger, Ikone, Schlager, Model, einfach alles purer Schlager. Ross Anthony. Sein Konzert und natürlich eine Autogrammstunde gibt er hier und wir sind live dabei. Also kommt mit und wünsche euch viel Spaß. Ja, da wäre ich doch bekloppt oder was? So. Ich liebe es, vor Leute zu performen. Das ist ganz schön. Ich habe noch einen Witz für euch. Wie heißt ein Cowboy ohne Pferd? Was hast du gesagt? Ein Sattelschlepper. Du wolltest sagen, ich bin ein Cowboy ohne Pferd. Ey, du bist aber lustig, ne? Warum stehst du in die Wörterreihe? Sweetheart, haben Sie überhaupt ein BH an, wenn Sie hochspringt? Ich sehe alles. Alles gut? Sie haben Spaß. Sie haben gerade getrunken, überhaupt nicht zugehört, was ich dir gesagt habe. Alles gut. Sie haben Spaß. Ja. Noch mehr. Noch mehr. Samba, samba, die ganze Nacht, tanze samba mit mir. Samba, samba, die ganze Nacht, tanze samba mit mir. Weil die Samba uns glücklich macht, lieber, lieber, liebelei. Morgen ist die Zeit vorbei, tanze samba mit mir. Samba, samba, die ganze Nacht. Schön! Ich muss sagen, meine Lieben, es ist viel schöner, zwischen euch alle zu sein. Wir sind so goldig. Übrigens, was ist, auch helfen, mein Lieber, so alt bin ich noch nicht, ich komme die Stufe runter. Ja, alles gut, also gut. So, ich wollte euch erzählen, es kommt jetzt bei meiner Schlagerwelt eine Weihnachtsshow, Anfang Dezember, wenn ihr Lust wollt ein bisschen lachen, ne? Dann kommt natürlich Silvester, 5,5 Stunden lang haben wir für euch moderiert. Genialer Künstler. Kennt ihr diesen Song? Ein Student aus Uppsala, lala. Speak English, alles okay. Wenn ich auch küsse, wirst du verstehen. Küss mich, wenn das vermisst mich. Do you speak English? Alle abends tanzen wir in der Bar. Da war mir klar, wie glücklich ich war. Ehrlich sagte ich, I love you. Sie sagte, super. Ich sah sie strahlend an und ich dachte daran, wie's begann. Do you speak English? Ja. Do you speak English? Ja. Das wäre mein Glück sein und unser Geschick sein. Do you speak English? Do you speak English? Alles okay. Wenn ich auch küsse, bist du versteht. Kiss oder küss mich, denn das vermiss ich. Do you speak English? Aber ich blieb doch gefangen unter fremden Sternen. Musste ich, was Sehnsucht ist, lernen. Irgendwo in Texas gingen wir zu zweit. Ich komm wieder, Mary, ist auch mein Gewalt. Ich freue mich auch. Ich war schon öfters hier in Dresden über die letzten 21 Jahre und ich genieße das jedes Mal. Es ist wirklich eine wunderschöne Neu- und Altstadt sozusagen. Ja, genau. Also das erste Mal in Dresden. Es ist nicht mein erstes Mal in Dresden, ne? Ich habe gerade gesagt, ich war schon öfters hier. Was hat. Ein bisschen aufgeregt, gell? Ach, ich schon nicht, genau. Und warst du schon auf dem Oktoberfest überhaupt?
Überhaupt, ja. Ich war schon, glaube ich, 4 bis 5 Mal in München auf dem Oktoberfest. Und dann, weil ich sehr viel in Oktoberfest momentan auftrete, dann bin ich schon super viel. Gestern zum Beispiel war ich in Rust, letzte Woche war ich in Köln und auch in Halle, ja, überall. Das ist gut. Und auch Oktoberfest Schlager, hast du da auch einen Titel überhaupt? Also du hast ja so Partyschlager, die ja richtig abbämsen. Und hast du da auch so richtigen Oktoberfest-Schmankerl? Warst du eigentlich bei meinem Konzert heute dabei? Ja. Zu merken, dass das alle Abtempo, gut gelaunte Songs sind. Ja, klar. Und welches Vorbild hast du im Schlagerbereich? Hast du da ein Vorbild? Ja, doch. Peter Alexander ist und war natürlich ein großes Vorbild für mich. Wem noch? Ich finde auch Leute wie Jürgen Drews oder halt Roberto Blanco oder die ältere Schlagerkünstler sind Vorbilder von mir, weil die haben es wirklich gezeigt, dass die über 40, 50 Jahren wirklich populär und gute Arbeit leisten können. Okay. Und wo geht's jetzt nach Dresden hin? Wo geht's jetzt nach Dresden? Ich darf natürlich heute Abend in Dresden bleiben. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein schönes Restaurant aussuchen, was schönes essen. Und morgen fliege ich weiter nach Berlin. Okay. Dann wünsche ich dir einen guten Flug. Danke, dass du in Dresden warst und viel Spaß noch, ja? Ich fliege nicht weiter nach Berlin, aber ich fahre. Danke, ne? Danke dir. Tschüss. Dankeschön, Wahnsinn.